Oh, Alter, was geht ab, Leute? Ich bin gerade aus dem Bett gesprungen. Ist aber schon Mittag. Nicht denken, dass ich irgendwie nichts zu tun habe. Aber ich hatte heute Frühschicht und dann war ich ein bisschen müde, habe ich ein kleines Nickerchen gemacht. Auf jeden Fall kam eine Nachricht rein, dass hier ein 100er Tusker ist. Gleich die Straße runter. Das gönnen wir uns doch. Da muss ich keinen Tusker Krypto-Teil jagen. Da muss ich nur noch drei jagen. Labras, Magma und Knackleon. Nice. Das ist doch eine nette Überraschung. Also, hier irgendwo müsste er eigentlich sein. Das ist übrigens ein Stop, den haben Murat noch nicht eingereicht. Damals mit Ingress aber noch. Ein paar meiner Stops, die ich jetzt eingereicht habe, sind in Voting. Also werden bearbeitet. Ich bin gespannt, wann die durchkommen, ob die durchkommen. Hier, Tusker. Das müsste er sein. Direkt beim Stop. Oh, nice. Genau das müsste der sein. Schauen wir mal doch. Shiny Check? Leider nicht. Noch ein Shiny Check? Von denen habe ich aber schon zwei. Huh. Oh mein Gott. Da ist das Tusker, Leute. Da ist das Tusker. Wetterboost. Nice. Goldene Berge. Und Hyperball. Und einfach fabelhaft. Lande drei großartige Würfe. Jetzt kommt es drauf an. Stimmen meine Quellen. Hat es sich gelohnt? Haben wir einen 100er Tusker gefangen? Softig! Da ist er! Kommen da noch andere? Nee. Softig, 100% Tusker. Grüße gehen raus an Tobi, vielen Dank. So, erstmal wieder ein paar Arenen machen. In Feldmoching. Ihr wisst Bescheid, das einzige Gebiet, wo ich noch rauffahre. Der Rest ist einfach nur noch stadteinwärts. Ich bin jetzt zum 8. oder 9. Mal hier und habe inzwischen eine Arena auf Gold. Also ich sitze relativ lange hier drin immer. Grüße gehen raus an Feldmochinger Gruppe. Vielen Dank, dass ihr mich immer so lange drin sitzen lasst. Ist halt echt nett. Oder ihr seid einfach inaktiv, aber ich glaube, ihr seid einfach nett. Ja, ich sitze da drin, füttere einfach alles rein, was geht. Und dadurch, dass ich jetzt wieder länger keine Arena gemacht habe und wieder ein paar Bären verfüttern muss, ja, machen wir mal wieder ein paar Arenen hier. Und jetzt sind es nur noch 6 von 7. Ich versuche immer die äußerste Arena tot zu füttern, dass ich dann, wenn ich immer hierher komme, weniger weit rausgehen muss. Das heißt, die äußerste habe ich jetzt auf Gold und muss eine davor reinballern mit den ganzen Bären und immer so weiter, bis ich halt nur noch die am nächsten hier auf Gold bringen muss. Natürlich setze ich mich in alle rein, aber man bleibt ja natürlich nicht in allen drin. Und wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch diesen Stop drehen. Der war nie auf dem Weg, aber ich habe ja noch die Quest offen, auch wenn ich das Clipbook schon abgeholt habe. Drehe 8 neue Stops, beziehungsweise 7, weil einen habe ich schon gedreht. Gönnen wir uns doch den. Dann sind es nur noch 6. Und demnächst werden hoffentlich die ganzen Portale und Pokestops durchkommen. Gibt es ein paar mehr, die ich drehen kann. Können wir hier rein? Ja, wir können hier rein. Perfekt. Da vorne ist einer. Die Arena schaffen wir nicht mehr Platz zu machen, bevor der Raid startet. Aber vielleicht können wir den Raid machen. 1000 Arena-Punkte. So, auf dem Weg zu den letzten drei Arenen. Wie gesagt, die hinterste, die haben wir bereits auf Gold. Nur noch die zwei mache ich dann. Und dann da, wo das Leterkind drin sitzt, die blaue, die versuche ich auf Max zu füttern. Ich zeige euch mal. Oh, warte, ich muss die erstmal anklicken. Denn dann kommt sie ganz weit oben in meinem Suchverlauf. So. Wie viel ich reingefüttert habe in diese Arena. Feldmochinger Kreuz. 1800 Münzen, sage ich schon. Bergen. 8 Tage drin gesessen, in der Zeit so viel reingefüttert, wie nur ging. Wenn ich mich reinsetze, dann kommen die ganzen Gelben hier aus dem Gebiet rausgekrochen und setzen sich auch rein. Was gut ist, dann kann ich immer eine Menge füttern. Aber sonst sind die Arenen halt nie gelb. Ich mache sie halt erst gelb und dann kommen voll viele Gelbe raus. Aber an sich sehr selten gelb, wo ich mich einfach dazusetzen kann. Ich bin erstmal fertig mit den Arenen. Ist eigentlich ein krasses Event und ich habe keine Zeit dafür, aber ich reiche einen Stop jetzt ein. Und zwar diesen Weinkelch. Sieht doch eigentlich ganz cool aus. Schauen wir mal. Ich denke, das ist in Ordnung als Einreichung. In letzter Zeit habe ich eh Bock, wieder ein paar Sachen einzureichen, jetzt wo es ein bisschen vorangeht, aber das können wir nicht bei diesem krassen Halloween-Event machen. Aber wenn ich schon mal hier bin, reicht mal den Stop hier ein. Nicht gesponsert, leider. Kong Strong. Ich war beim Lidl, habe mir ein paar Sachen zum Essen gekauft und eine Kleinigkeit. Denn
Wir fangen gleich an zu streamen. Erstmal mache ich hier den X-Raid mit meinem kleinen Account. Vielleicht kriegt er eine Einladung und kann mich einladen. Ich denke, ansonsten wird hier heute nicht mehr viel passieren. Ich bin ja jetzt live, also denke ich mal, kommt der Rest des Videos oder wird der Rest des Videos einfach nur Stream-Highlights sein. Und hoffentlich gibt es dann ein paar Highlights. Ich hatte nämlich heute auf einmal, also heute läuft mein Internet aus. Für morgen dann neuer Monat. Auf einmal sehe ich Gigabyte wieder voll, Datenvolumen wieder voll. Keine Ahnung, woher die kommen. Eigentlich kann mir nichts abgezogen werden, weil das ist Prepaid. Dementsprechend habe ich für heute 6 GB frei. Das heißt XXL Livestream. Ich hoffe, ihr wart live dabei. Wenn nicht, wie gesagt, jetzt kommen dann noch die Highlights vom Stream. Aber bevor wir mit dem Stream anfangen, erstmal pinkeln. In der Stabi. Was geht ab, Leitung hier? Ich hoffe, wir sind live. Let's go! 100er Dark Guy. Raid. Live meine ich. So. Immer den Kleinen mitnehmen für beste Freunde 4 Bälle. Weil sonst tot, man. Sonst ist tot, wenn ein 100er kommt. Bam! 20 voll! Willkommen in München, Innenstadt. Ihr wollt wissen, wo ihr rain könnt in München ohne Gruppe? Innenstadt. Marienplatz. Stachus. Odeonsplatz. Hauptbahnhof. Sendinger Tor. Möglicherweise Isartor, aber da bin ich mir nicht sicher. Wünscht mir Glück, Leute. 100er Darkrai. Und nicht vergessen, wir müssen dreimal fabelhaft werfen. Mir ist am Sonntag ein 21:31 geflohen. Oh, leidend, Alter. Das ist echt leidend. Unnötig. Schon zweimal daneben geworfen. Leidend. Aha. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Pack mal den Kleinen kurz weg. Dann schau ich mal, wer hinter mir steht. Ich hasse es, wenn Leute hinter mir stehen. Oh mein Gott! Yes, yes, yes. Immer dieses Hin und Her. Letzter Ball wieder, Leute. Ja. Kein Problem, das weiß ich. Ja, ein Wurf noch. Oh mein Gott. Ah, tot. Ich habe keinen Bock mehr. Ah, ich wusste es. Den einen Ball hätten wir noch gebraucht. So, was können wir hier fabelhaft treffen? Können wir das fabelhaft treffen? Weiß ich gar nicht. What the fuck? Das ist ein Typ, der hat gerade den Stream geschaut. Geschafft. What the fuck? 509, komm. So Leute, das waren die Highlights. Die nicht wirklich Highlights waren, denn es ist nicht wirklich was passiert, leider. Wir haben keinen Shiny bekommen, kein 100er Darkrai, kein 100er Makabajer. Aber hier und da, also der Stream an sich war schon lustig. War eine gute Runde, aber wie gesagt, das Highlight, das große Highlight blieb aus. Ich hoffe, ihr nutzt das Event gut und wart schon erfolgreich. Ich habe hier noch eine komische Sache. Und zwar hat mir der Eduard, ich nenne ihn einfach mal Eddie, etwas geschickt. Eine Klammer, die er entwickelt hat. Für den Ball, damit der Ball automatisch fängt, Auto-Catch, setzt man hier so drauf und jetzt müsste er, weil es hier so runterdrückt, rein theoretisch automatisch fangen. Werde ich demnächst testen, momentan funktioniert der ja nicht, der und das Go Plus, beide funktionieren nicht und das Gacha.
Liegt nicht an euch, sondern an Niantic. Aber mit dem nächsten Update soll das behoben werden. Und dann wird das auf jeden Fall getestet. Grüße gehen noch raus an Eddie, aka Eduard. Dann gab es ja zwei neue Ankündigungen. Einmal so eine komische mit viel Text und viel Rumgelaber, wo Niantic Sachen ausprobieren wird. Eine Sache, die genannt wurde, ist zum Beispiel aus Stops, wo es in der Umgebung wenige Stops gibt, soll es mehr Items geben, um das sozusagen auszugleichen für Dorfspieler und so weiter. Also Niantic ist gerade am Rumprobieren und am Verbessern und es wird anscheinend demnächst ziemlich krass. Und dann noch diese komische Ankündigung mit Team Rocket. Mal schauen, was da alles kommen wird. Irgendwelche besonderen Items und dies, das. Aber genaues werden wir noch erfahren. Das war's von mir, Leute. Heute legendäre Darkstunde. Legendäre Rage-Stunde Darkrai. Euch viel Glück, viel Erfolg. Ich bin auf jeden Fall auf Tour und gönne mir hoffentlich ein gutes Darkrai. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst, Pokémon ist serious business.